So, nun möchte ich euch zeigen, wie man beim Stricken abnimmt für zum Beispiel einen Armausschnitt. Am besten fängt man auf der rechten Seite dann an. Man strickt eine rechte, noch eine rechte und dann zieht man die erste Masche über die zweite. Ich zeige es nochmal bei der nächsten. Man strickt sie, hebt aber erst ab und dann strickt man die erste Masche durch die zweite. Einfach durchziehen. Nochmal eine rechte gestrickt, abgerufen und die vordere Schlaufe durch die hintere durchgezogen. Das macht man beim Armausschnitt oder wenn das Strickstück komplett fertig ist und man möchte abketten, dann kettet man die ganze Reihe so ab. Wenn man einen Armausschnitt machen möchte, dann fängt man an und kettet zwei, drei Maschen ab, strickt die Reihe fertig, strickt die Reihe nun ganz fertig, hebt die erste Masche ab. Weil wir glatt rechts stricken, stricken wir jetzt nach vorne eine linke Reihe mit linken Maschen. Die linke Reihe ist jetzt fast fertig. Wieder Faden nach vorne abheben. Wir haben in der ersten rechten Reihe, beim Abnehmen haben wir vier Stück jetzt abgenommen. Wichtig, die erste jetzt trotzdem auch abheben, die zweite stricken, durchziehen. Der Grund ist, wenn wir die erste auch stricken, wird das wahnsinnig weit hier und es hält nicht. Es sieht dann unschön aus. Wir können jetzt dann noch eine abnehmen. Und dann hätten wir schon so leichten Bogen, wie man braucht für einen Armausschnitt oder einen Ausschnitt vor, am Hals, am Dekolleté oder am Rückenteil. Jetzt würde man wieder die rechte fertig stricken, dann die linke nach vorne, die letzte abheben, die erste wieder abheben und wieder abnehmen. So können wir das machen, bis wir vielleicht auf der Schulter sind. Die Schulter brauchen ungefähr beim Damenpullover bei der Stärke so 12 bis 16 Maschen. Und das wäre jetzt ein Armausschnitt, ein Dekolleté-Ausschnitt, ein Rückenausschnitt. Und nun haben wir wieder ein bisschen mehr gelernt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal, denke ich, zeige ich euch, wie Knopflöcher gehen.